Die Wittgenstein-Initiative begrüßt Sie herzlich zu dieser Veranstaltung über den Nachlass Ludwig Wittgensteins. Ich möchte zwei Dinge sagen. Erstens, dass es eine große Ehre ist, so oft zu Gast in diesem Haus im Bulgarischen Kulturinstitut sein zu dürfen. Es ist unser Ziel, eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Bulgarischen Kulturinstitut zu etablieren. Und ich bedanke mich persönlich bei der Direktorin, Frau Professor Korneva. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass heute Abend ein Beginn ist. Der Nachlass von Ludwig Wittgenstein können wir keinesfalls bei einer Veranstaltung oder sogar bei zwei Sessions, wie heute waren, besprechen. Das Thema ist viel größer, braucht mehr Zeit, mehrere Teilnehmer und vor allem, das ist ein dynamisches Projekt. Es entwickelt sich ständig. Was wir heute sagen, wird nicht dasselbe sein, was wir in einem Jahr sagen können. Und somit möchte ich mich für alle Teilnehmer, die auch am Nachmittag bei unserer Expertenrunde dabei waren und bei unseren Gästen am Podium jetzt am Abend, bedanken, dass Sie zusammen mit uns den Beginn einer Reihe von Nachlassbesprechungen setzen. Und jetzt übergebe ich gerne das Mikro unserem Moderator, Professor Chrachowicz. Ja, schönen Abend. Warum ist der Wittgenstein-Nachlass interessant? Wir haben am ersten Nachmittag jetzt hier sehr viel, sehr spezialistische Zugänge zum Wittgenstein-Nachlass gesehen. Wenn ich das kurz zusammenfasse, würde die Zeit schon gesprengt werden. Es geht jetzt hier zunächst mal darüber, ganz allgemein etwas über den Wittgenstein-Nachlass und seine Bedeutung zu machen und zu sagen. Eine Art und Weise, wie man sich das Problem vor Augen stellen kann, ist, wir hatten einen Kollegen aus Klagenfurt, der Musil-Nachlass-Experte ist und man hört Musil-Nachlass, man hört Wittgenstein-Nachlass und denkt sich, okay, es handelt sich um dieselbe Art von Nachlass. Glaubst du, ist aber nicht so. Musil hat 10 Bücher publiziert und dann hat er etwas übrig gelassen. Nachlass, das ist etwas, womit man verbindet, was noch nicht aufgearbeitet worden ist, was irgendwo vergessen wurde oder sowas, aber es gibt ein solides, publiziertes Werk. Wittgenstein hat, wie Sie wissen, ein Buch publiziert und ein kleines Wörterbuch für Volksschulen. Der Rest von Wittgenstein ist Nachlass. Das heißt, Wittgenstein hat Nachlass geschrieben und keine Bücher, womit in einer gewissen Spannung steht, dass wir in der Blackwell-Suhrkamp-Ausgabe und in hauptsächlich mal, die wir 30, 40 Jahre lang als Standard gehabt haben, Wittgensteins gesammelte Werke gehabt haben. Wittgensteins gesammelte Werke sind Extrakte vom Nachlass. Das Interesse am Nachlass, wofür diese Veranstaltung ein Dokument ist, kommt aus der Wahrnehmung, dass man sich der Sache anders zuwenden muss, als hat der Wittgenstein in das Buch jetzt das und das geschrieben und was hat er draußen gelassen. Alles ist mehr oder weniger draußen gelassen von wesentlichen Bestandteilen von Wittgensteins Philosophie und gehört in die Nachlassforschung. Erste Bemerkung war das. Zweite Bemerkung, Wittgenstein komplett, weil Sie den Titel wahrgenommen haben, bezieht sich erstens mal darauf, dass Wittgenstein im Nachlass komplett ist und zweitens, dass dieser Nachlass ein bisschen umstritten ist in zwei verschiedenen Zugangsweisen. Die eine Zugangsweise sind die Bücher, die andere Zugangsweise sind die Dateien, wenn Sie mir erlauben, das mal ein bisschen übereinfach zu sagen. Also eine Geschichte des Verhältnisses zwischen Büchern und Dateien. Wir hatten am Nachmittag schon ein Votum von Michael Nedo, der ganz am Anfang darauf hingewiesen hat, dass das beides zusammengehört und nicht zu trennen ist. Das Thema, um das es in dieser Podiumsdiskussion jetzt gehen wird,
ist auf das bezogen. Einerseits geht es darum, dass ich die einzelnen Teilnehmer fragen werde, was ist Ihr Zugang zum Nachlass? Und zweitens von Ihnen eine Antwort hätte darauf, was ist der Mehrwert dieser speziellen Zugangsweise, sei er analog oder sei er digital, für die Aufarbeitung des Nachlasses und was ist das Verhältnis zwischen den beiden? Das wird die leitende Frage sein. Vorher wird es eine erste Einführung geben von Nuno Venturina aus Lissabon, Nova University Lissabon. Er wird auf Englisch sprechen und er wird uns etwas darüber sagen, wieso wir es wichtig finden sollen, dass es den Nachlass gibt. Why should we care? Thank you, Herbert. 10 Minuten sprechen und dann werde ich das Mikrofon haben. And thank you also to Radmila and the Wittgenstein Initiative. So the title of my talk is Evidence-Based Philosophical Methodology. And I shall start with some remarks about what is it like to interpret a text. And one of the chief difficulties in interpreting a text concerns the question whether the sense of the author is actually grasped by us. And of course, this happens with all kinds of literary interpretation, but it assumes a particular importance in philosophy. The idea of hermeneutical circle introduced by Schleiermacher and Dilthey, which was popularized by Heidegger and Gadamer, has changed the possibility of arriving at the truth of the text, that is, the author's view, since we cannot get rid of a whole set of presuppositions in our approach. But the question is, can we go beyond the simple projection of a coherent version? In my opinion, philology can help us in this regard, especially when you deal with a philosopher like Wittgenstein, who left us such an intricate nachlass. Some remarks now about the early Wittgenstein. As we all know, the Tractatus is the main work of Wittgenstein's early philosophy, but its interpretation cannot be limited to the published text. The Tractarian corpus includes, among others, the following materials. Martin was already speaking about this in his talk. We have the Tractatus, first published in the Annalen der Naturphilosophie in 1921, then in London in 1922, with the second printing appearing in 1933. We have the notebooks, 1940-1916, the two editions, which included the notes on logic, the Costello first, and in the second edition, the Russell version, and the notes citated to G. Moore in Norway. We also have the Proto-Tractatus, also with two editions, and then we have manuscript 104 as it stands, so not organized in a numerical order, as we can also find in the Tractatus. We also have manuscripts 101 to 103, consisting not only of so-called philosophical diary, but also incorporating the secret diaries. Manuscript 104, 201A1 and 2, the versions of the notes on logic, and the manuscripts, the typescripts of the Tractatus, 202 to 204, and the manuscript of the notes citated to Moore. We also have the correspondence, namely with Russell and Ogden, and the English translation of the Tractatus as revised by Wittgenstein. Some puzzling aspects in the Tractatus receive an entirely new light when we take into consideration all these documents. And for this reason, a philological analysis can contribute in a determinant way to the philosophical interpretation of the work. Philology, however, should not be seen as an end in itself, for it is its application that matters. Thus, by philological analysis, I do not mean just an attention to the published text, but a work that looks at the different texts and meta-texts belonging to a specific corpus. And in this case, we are talking about the Tractarian corpus.
My idea is that philology can give scientificity to philosophical exegesis. What about the later Wittgenstein? We know that the Philosophical Investigations, posthumously published in 1953, is the most important work of this period. Yet the Investigations is not simply a posthumous philosophical book that was found among the papers left by Wittgenstein, but it is a composite work of art, in the expression of Dennis Pohl, that is spread out over multiple sources. In addition, we should bear in mind that many of the bits do not easily hang together. This understanding is crucial in order to come to grips with a philosopher who wrote in such a strongly heterodox manner, with aphoristic or fragmentary style representing but a part of the story. So, in interpreting the Investigations, we should realize that it is the architecture of this work that needs to be fundamentally captured, because Wittgenstein's thoughts are expressed by means of a specific form and not merely in the propositional contents themselves. Textual genetics can thus play a decisive role in the study of Wittgenstein's Investigations. However, there is an inclination in Wittgenstein's scholarship to regard this kind of analysis as a simple matter of detail. This preference for what I would call relations of ideas over matters of fact, to borrow David Hume's famous distinction, is perceptible in a review of my edited book, The Textual Genesis of Wittgenstein's Philosophical Investigations, by James W. Hearn. And Hearn claims that, quote, it is questionable whether Wittgenstein was the kind of writer who is illuminated by close textual investigation. And he also says that it is simply not obvious that tracking remarks and their modification through the manuscripts to their final position will illuminate deeper matters. Thus, Hearn concludes, quote again, we might in the end doubt that textual reconstructions will be of much help to those who invest themselves in exploring Wittgenstein's writings. Now, in the same vein, Marcus Silva, in another review of this volume, argues that, quote, it appears questionable whether people engaged in current philosophical issues would care much about Wittgenstein's every change of mind and rewriting of various passages. I think that this is a reductionist picture of the scope of textual genetics when applied to a work like the Investigations, for it is the very philosophical intention of the author that emerged when this complicated book project is scrutinized. To bring into question, as Hearn does, that Wittgenstein was the kind of writer who is illuminated by close textual investigation means admitting that we need no more than the Editiones Principes of the Investigations and the later writings related to them in order to grasp Wittgenstein's mature thought. It is illustrative that neither of these reviews refer to Joachim Schulte's 2001 Kritisch-Genetische Edition. This edition makes it evident that the Investigations constitute a larger project than that which is traditional conceived, namely the 693 sections of part one, possibly with part two. And I say possible because Joachim Schulte's 2003 edition of the Investigations includes only part one, whereas Peter Acker and Schulte in their 2009 edition, albeit maintaining the traditional structure, aptly call part two Philosophy of Psychology a fragment. This larger project, which never came to have an ultimate design, actually came to integrate material in its part two, publishing remarks on the foundations of mathematics, a connection that Schulte's Kritisch-Genetische Edition enables one to trace, thus allowing for a much broader view of Wittgenstein's aims than that offered by the traditional editions. Well, I have borrowed from Hume the distinction between matters of fact and relations of ideas to illustrate, in the peculiar use, of course, of these expressions, the view that both Hearn and Silva seem to subscribe to, namely, one of relations of ideas. But I have not yet truly articulated. I shall begin with Hearn, who avers that, with the exception of the introduction, what many of the essays have in common is the conviction that by classifying, sorting, and organizing linguistic and textual minutiae, we'll be able to discern a consistent underlying theory, a theory never quite explicitly formulated by Wittgenstein himself. This is something he rules out, given that, quote again, the evidence that Wittgenstein eschewed philosophical theorizing is overwhelming. Well, I appreciate that he has not included my introductory piece in his criticism, but I do not think that seeking to discern a consistent underlying theory should be charged as incoherent in face of what Wittgenstein says about philosophical theorizing. Hearn is surely right when he stresses that Wittgenstein was not interested in formulating theories, but great caution is needed when he handled this.
What Wittgenstein points out is that we should do away with hypotheses in philosophy, that is dogmatic accounts that do not take into consideration how things really are, but transform the activity of philosophizing into a possible revisionary picture of the world. The apparent view that everything goes as corresponding to Wittgenstein's ideal of clarification, the continuity of which will be the upshot of his descriptive analysis, does not realize that even the slightest aspect we articulate apropos of Wittgenstein is already the outcome of a theoretical apprehension. The apparent view that everything goes as corresponding to Wittgenstein's ideal of clarification, this includes, of course, the view that everything goes, that there cannot be any theory subjacent to Wittgenstein's philosophy and specifically to the investigations. And in my opinion, this theory contradicts itself. What is more, it rejects, as it makes clear, that any evidence or matter of fact can be presented as pointing to a definite direction, including the rejection of dogmatism. This, to my mind, represents a denial of any scientificity in philosophical research, with all claims being permitted. I come now to the conclusion. The strategy that grounds this volume of mine is the use of philological tools to eschew unwarranted relations of ideas and to arrive as much as possible at concrete matters of fact. Note, however, that I'm not claiming that research in philosophy should adopt an empirical instead of a rational approach. Quite the opposite. What I'm suggesting is that any relations of ideas should be based on matters of fact, and that the latter may well be established through philological analysis. An author like Wittgenstein invites the reader to have contact with his writings from within, crisscrossing, as the investigation suggests, seemingly heterogeneic fields and moving back and forth to non-crystallized views. Thank you. Also das ist eine Antwort, die Sie im Auge haben sollten, wenn Sie das nächste Mal eines dieser Bücher nehmen, die so vorheben, dass da schon alles drin steht und sich ersparen wollen, hinter die Kulissen zu schauen. Thank you very much. Der nächste Beitrag kommt von Alan Janik, Professor in Innsbruck, Honorarprofessor in Wien. Er hat uns am Nachmittag daran erinnert, dass in Österreich das erste Mal wirklich politisch auch motiviert eine Aufmerksamkeit auf den Wittgenstein, nahe dass das Umfeld von Wittgenstein-Briefen gelegt worden ist und wie damals noch analog verfahren worden ist. Er ist aber gleichzeitig ein Exponent der Bewegung, die von dem Analogen dann ins Digitale rübergegangen ist. So, meine Hauptarbeit war, ich bin jetzt also in Ruhestand, im Brenner Archiv. Das Brenner Archiv hat in 1969 begonnen mit der ersten Publikation aus Wittgensteins Nachlass überhaupt in Österreich. Und zwar die Wittgensteins Briefe an Ludwig von Ficker. Und als ich in Pension gegangen bin, habe ich meine Kollegen gebeten, bitte mag ein Buch aus dem Ganzen, Briefe und Gegenbriefe. Die Gegenbriefe sind nur in unserer elektronischen Ausgabe erschienen und die sind in Ficker Gesamtbriefwechsel erschienen, aber die sind in weder noch sind sie wirklich zu lesen, weil viele Leute lesen gerne Briefe. Und hier bin ich hundertprozentig bei Michael Nedo. Wer Briefe liest, wird sie sicherlich nicht im Computer lesen. Und ich wollte ein Buch. Leider, man macht keine guten Bücher mehr. Das ist das Problem. Weil ein gutes Buch soll in meine Tasche hineinpassen. Die sind alle zu groß. Damit ich so in der U-Bahn, im Bus, an der Hauptstadt, damit ich hineinschauen kann. Aber ja, so, wir haben Briefe gesammelt, weil das Brenner Archiv ist ein Forschungsinstitut. Ein Archiv lebt von Prinzipien der Synergie. Je mehr man hat, desto mehr bekommt man, wenn es um Briefe geht, weil die ziehen andere an. Und so über die Jahre, wir haben
alle uns bekannten Wittgenstein-Briefe in Kopien im Brenner Archiv, und das ist die Basis von unserer Gesamtausgabe. Warum eine Gesamtausgabe? Was haben wir davon? Erstens, wir drinnen ist ein der Kontext. Drinnen findet man den Kontext zu Wittgensteins Denken. Das muss herausgeholt werden. Und wenn wir Briefe veröffentlichen, sie sind immer kommentiert. Das ist eine Sünde, nackerte Briefe herauszugeben. Sie müssen kommentiert werden. Es gibt Prinzipien des Kommentierens. Man kommentiert alles, was ein Faktum drin ist. Namen, Daten, Bücher, Ereignisse. Und aus dem kann man empirisch einen Zusammenhang feststellen. Und dieser Zusammenhang erlaubt uns dann, gibt uns den Hintergrund, etwas zu interpretieren. Nun, die schwierigste Frage ist, wo geht das hin? Ja, wiederum, unser Traum war immer, dass man unsere Ausgabe mit Machine Readable Edition in Bergen zusammenbringt. Nämlich, damit man auch ein historisch-kritischer Kommentar zum philosophischen Nachlass hat. Ob das wirklich machbar ist und wann und wie das machbar ist, ist eine andere Frage. Aber was Wittgensteins Philosophie betrifft, wir haben in dieser Richtung gearbeitet, mit der Hoffnung, dass man den Zusammenhang, wovon Nuno geredet hat, empirisch fundiert feststellen konnte. So. Okay. Danke schön. Die überleitenden Worte hat Alan Janik praktisch schon selber gesprochen. Man macht keine guten Bücher mehr, aber irgendwo gibt es es noch. Die Bücher und den Zugang zum Nachlass über Bücher. Ich selber mache jetzt eine sketzerische Bemerkung. Die Wiener Ausgabe erinnert mich manchmal an die Gesetzestafeln, die Moses vom Berg gebracht hat. Sie sind groß und weit. Und man darf nur mit sauberen Händen an die Sache rangehen, sonst kriegt man einen Bannfluch oder sowas, oder man ruiniert zumindest den 200-Euro Werk, das 200-Euro-Werk, das an dieser Stelle da ist. Das ist sicher etwas vom Charme der alten Bücher, aber das ist jetzt nicht wirklich das Motiv von Michael Nedo, den ich auf diese Weise ein bisschen aufstacheln wollte, etwas über die positiven Seiten des Buches zu sagen. Es juckt, ich würde gerne vieles dazu sagen, will aber was anderes sagen. 1944 wurde Wittgenstein gebeten, für einen Eintrag in eine Enzyklopädie seine Philosophie, seine Arbeit zu beschreiben. Und er schrieb nur einen einzigen Satz, hat sich vornehmlich mit den Fragen zu den Grundlagen der Mathematik beschäftigt. Also in Wittgensteins Augen war seine Arbeit an den Grundlagen der Mathematik der Kern seiner Arbeit. Das Kuriose ist, dass über diesen Teil seiner Philosophie fast nichts bekannt ist, fast nichts gearbeitet wird. Eine Handvoll Leute haben dazu was geschrieben. Das meiste, was geschrieben wurde, ist zu nichts zu gebrauchen und man kann auch nichts daraus entnehmen. Der Grund dafür ist nicht der, dass diese Leute, die sich damit beschäftigt haben, das nicht verstehen. Vielleicht verstehen sie es sogar. Der Grund ist der, dass die Texte zu diesem Thema von Wittgensteins Erben so unglücklich herausgegeben worden sind, dass sie einfach nicht zu verstehen sind. Das heißt, die Erben haben Manuskripte aus einem Zeitraum von ca. 15 Jahren in ein Buch zusammengefügt, ohne dass der Leser irgendwelche Zäsuren erkennen kann, was kommt woher. Schlimmer noch, sie haben sämtliche Wiederholungen, die sie zwischen den vielen Manuskripten gefunden haben, haben sie rausgelassen, weil es in der englischen akademischen Welt so ist, dass wenn sich jemand wiederholen muss,
dann ist er ein Dummkopf, der kann nicht klar sagen, was er sagen möchte. Also ist das alles rausgefallen und dann haben sie das Ganze noch umgestellt. Das heißt, es ist wie eine unglückliche Aphorismensammlung, ohne dass der Leser sich dieses bewusst ist. Da gibt es hübsche, sehr anregende Bemerkungen, aber als Ganzes hat es weder Struktur, noch verstehe ich irgendwie, worauf das hinausläuft. Nun, Wittgensteins, das ist jetzt meine Interpretation, meine Sicht auf das Werk, die Bedeutung für Wittgensteins Werk, insbesondere für unsere Zeit heute, liegt in der Tat auf dem Bereich der Wissenschaften im Allgemeinen und der Mathematik im Besonderen. In diesem Sinne sehe ich die Bedeutung Wittgensteins Werks als das einzige, das ich kenne, welches möglicherweise uns hilft, die Problematik, die wir heute haben, die wir nennen unsere ökologischen Probleme, möglicherweise zu verstehen und möglicherweise in den Griff zu kriegen. Ist aber zweifelhaft. Nur wenn wir sie nicht in den Griff kriegen, geht ohnehin alles schief, dann wäre es aber hilfreich und notwendig, alternative Gedanken zur Verfügung zu haben. Und die sind das Werk Wittgensteins. Danke, danke sehr. Wir haben gesagt, Wittgenstein komplett analog und digital. Wenn man schlagwortartige, dualistische Unterscheidungen gerne hat und das gerne in die Presse bringt, dann verbindet man das leicht mit ganz konkreten Namen und in der Wittgenstein-Forschung ist so eine etwas oberflächliche Betrachtungsweise, die zwischen der Wiener Ausgabe von Michael Nedo und dem, was das Team in Bergen geleitet von Alois Bichler macht mit der Bergen Electronic Edition. Wenn man zugehört hat heute am Nachmittag, hat sich da schon etwas abgezeichnet von einer gegenseitigen Anerkennung. Ich möchte aber jetzt zu Zwecken der Diskussion nicht unbedingt von der gegenseitigen Anerkennung ausgehen, sondern auch mal davon, dass das in eine unterschiedliche Richtung geht, dass da auch Dinge zur Sprache kommen, die vielleicht nicht kompatibel sind zwischen einer computertechnischen und einer buchorientierten Herangehensweise. Alois Bichler ist jemand, der steht für die Teamarbeit im digitalen Aufarbeiten des Wittgenstein-Nachlasses. Was hat man davon speziell? Ich glaube, ich stehe auf, damit ich nicht hier im Scheinwerferlicht da. Okay, danke. Als erstes möchte ich unsere digitale Arbeit und unsere digitalen Ambitionen nicht als gegen das Buchmedium gerichtet verstanden haben wollen. Mit unserer digitalen Herangehensweise kann man Bücher machen, kann man Web-Editionen machen, kann man Smartphone-Editionen machen. Also es ist nicht gegen das Buch gerichtet, nicht gegen das Papier. Ich möchte aufgreifen, was der Herbert am Anfang gesagt hat, nämlich was ist der Mehrwert unseres Zuganges? Es ist unsere Vision, dass jeder Mensch mit Internetzugang zu diesem Nachlass von Ludwig Wittgenstein unplugged Zugang hat. Der Herr Nedo hat davon gesprochen, dass die Editionen, die von den Trustees und anderen gemacht wurden, dass sie eben leider nicht diesen unplugged Zugang ermöglichen. Wir möchten jedem Menschen mit Internetzugang diesen Zugang ermöglichen und das tun wir durch die Webseite Wittgenstein Source, wo heute schon fast der ganze Nachlass in Faksimileform drauf ist, frei zugänglich. Im Laufe von 2017 wird voraussichtlich dann wirklich alles drauf sein. Zusätzlich möchten wir diesen Zugang auch über Texteditionen verschaffen. Und da gibt es eine Webseite, über die man zu allen Transkriptionen des Nachlasses, die wir in Bergen verfertigt haben,
Zugang hat in der jeweils neuesten korrigierten Form und man kann da im Grunde entweder die beiden Grundformate sich da von der Webseite geben lassen, die normalisierte und die diplomatische Version, oder man kann auch diese übersteuern, wenn man den Leuten in Bergen und ihren editorischen Entscheidungen jetzt nicht Vertrauen schenkt, oder wenn man meint, ich brauche jetzt etwas anderes. Zum Beispiel kann es sein, das habe ich heute Nachmittag auch schon kurz gesagt, dass man eine normalisierte Version haben möchte, wo die handschriftlichen Nachträge Wittgensteins in einem Typoskript noch einmal extra gekennzeichnet sind. Also nicht nur Zugang zu den Materialien, möglichst dokumentarisch, sondern auch so, wie der Benutzer sie im jeweiligen Moment für die konkrete Forschung oder Lehre oder für das Lernen braucht. Die Leute sollen übersteuern können, was wir als Editoren ihnen zuerst einmal vorschlagen. Das ist alles heute schon möglich und diese Vision ist damit erfüllt. Dann möchten wir weiterhin nicht nur diesen freien Zugang ermöglichen, sondern auch einen kommerziellen Zugang zusätzlich ermöglichen. Und da arbeiten wir weiterhin mit Oxford University Press zusammen. Und warum wir neben dem Open Access Zugang noch ein kommerzielles Projekt einer Nachlassedition haben möchten, darüber können wir eventuell in der Diskussion reden. Ich glaube, wir brauchen weiterhin die Commercial Publishers und deswegen sind unsere Open Access Initiativen nicht in dem Sinne zu verstehen, dass wir da meinen, wir brauchen keine Commercial Editions mehr. Weiters Mehrwert dadurch, dass man diesen Zugang nicht nur in Form von Faksimile und Editionen gibt, sondern auch in einer Form, wo die Leute sich die Inhalte des Korpuses über inhaltliche Suchbegriffe heranholen können. Wenn ich zum Beispiel nach dem Allgemeinen im Nachlass suchen möchte, alle Stellen, wo Wittgenstein über das Allgemeine spricht, dann muss ich eigentlich, sollte ich auch an die Stellen kommen, wo Wittgenstein über Familienähnlichkeit redet. Das ist jetzt vom Begriff, vom String Allgemeines nicht umfasst. Also wir möchten den Nachlass auch inhaltlich aufarbeiten, sodass man inhaltlich an den Nachlass herankommt. Und dann ergibt sich die Möglichkeit, dass man diese Inhalte, diese begrifflichen Eingänge auch noch einmal in anderen Sprachen durch multilinguale Wörterbücher, die es schon gibt auf dem Netz, noch einmal multilingual für andere, nicht deutschsprachige oder englischsprachige, da zugänglich machen kann. Da bin ich jetzt schon bei etwas, was zeigt, dass der Mehrwert dessen, was wir tun und tun wollen, auch in einer Verlinkung ganz einfach besteht. Verlinkung mit anderen Ressourcen. Und wenn der Wittgenstein sich irgendwo auf Frege oder Russell oder Augustinus bezieht, dass man dann einfach klicken kann und man kommt zu der Stelle in der Fregischen, im Fregischen Övre, das vielleicht auch irgendwo auf dem Netz dann draußen sein wird. Dadurch, dass wir eben in den letzten Jahren sehr stark in das Internet migriert sind, haben sich auch ganz tolle Zusammenarbeiten gegeben und das ist jetzt auch wieder dieser Mehrwert. Wir stellen Sachen zur Verfügung und andere greifen sie auf und machen damit weiter und bauen Zusatzmodule. Und ein Beispiel davon ist die Zusammenarbeit mit dem Max von München und damit möchte ich abschließen. Das kommt jetzt gleich weiter. Ich mache ein kleines Zwischenspiel und möchte nochmal zurück zu dem, was der Nuno am Anfang gesagt hat, um das auch noch plastischer zu machen, was Alois jetzt gesagt hat. Leute, die über den Wittgenstein-Nachlass arbeiten, teilen diese Erfahrung, die er am eigenen Leib bei den Rezensionen gemacht hat, nämlich, dass es sehr schwer ist für
die traditionell im Wittgenstein Horizont der Blackwell-Ausgabe aufgewachsenen Personen, denen deutlich zu machen, wieso man das jetzt zergliedert. Warum man nicht sagt, die Idee beim Wittgenstein dort in den philosophischen Untersuchungen, das ist dieselbe Idee wie in 15 anderen Kontexten, die man im Nachlass findet, aus denen die kann man, durch die kann man kürzen, sozusagen. Und dieses durch die kann man kürzen, bedingt eine ziemlich schockierende Verarmung dessen, was man da alles rausnehmen kann, würden wir von unserer Seite her sagen. Es ist aber, und das muss man hier auch deutlich sagen, angesichts der Tatsache, dass hier nur Nachlass engagierte Leute sitzen, nicht die Standardauffassung in der Wittgenstein-Forschung. Da sind wir eine kleine Minderheit, oder die Minderheit wird sozusagen nach und nach, denke ich, doch zur Mehrheit werden. Aber dass es eine Minderheit ist, können Sie sehen daran, dass wenn Sie ein wenig was in der Sekundärliteratur nachschauen, wird in nicht sehr vielen Fällen wird zitiert nach dem Nachlass, obwohl es das jetzt mit dem Permalink schon alles gibt, wo man eigentlich sagen sollte, die philologisch korrekte Art und Weise ist nicht, das in einer Kompilation der Nachlassverwalter zu zitieren, sondern dort, wo wir es eindeutig fixiert haben, in den entsprechenden Dingen. Man kann, wenn ich jetzt an Plotin denke, dort gibt es auch habituell zwei verschiedene Zitationsweisen. Man zitiert es nach der zeitlichen Reihenfolge und nach der Kompilationsreihenfolge. Es kostet ein bisschen eine Erweiterung des Klammerausdrucks. In Wirklichkeit wäre das möglich, das passiert aber sehr schlecht. Worauf ich jetzt da überall hin wollte, ist, eine Sache anzusprechen, die nur noch nicht angesprochen hat. Für dieses Argument, dass der Nachlass wichtig ist, ist es egal, ob er digital oder analog ist. Das ist in beiden Fällen eine wichtige Geschichte. Was Alois jetzt aber gesagt hat, und darum habe ich den Max sozusagen als letztes vorgesehen, das, was der Max Hadersbeck macht, der in München am Zentrum für Informationstheorie und Zentrum für Informations- und Sprachverarbeitung. Informations- und Sprachverarbeitung ist der nun an einer Sache, da kann man jetzt schon sagen, gebastelt hat, aber das Basteln hat an dieser Stelle einen starken philosophischen Effekt, Mehrwert, um alles zu zitieren, der mich zitiert, wo man also nochmal ein sehr greifbares Argument hat, warum in Zukunft die Beschäftigung mit der digitalen Seite eine zunehmend unerlässliche sein wird. Ich rücke den Beamer wieder. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Vorlage, weil der Mehrwert ist bei uns transitiv. Weil er beginnt praktisch schon mit dem Material, das wir bekommen haben. Das war eben der komplette Wittgenstein-Nachlass. Und dieses Material war für uns dermaßen beeindruckend. Wir sind ein Computerlinguistik-Institut in München. Erst einmal keine Philosophen, aber wir arbeiten mit Daten, mit Corpora, mit Texten. Und mit diesem Nachlass bekamen wir einen Text, der mit so einer Güte und so einer Hartnäckigkeit über Jahre hinweg ediert wurde, dass wir wirklich fast mehrere Wochen gebraucht haben, um überhaupt zu verstehen, wie die ganze Annotationen, wie das ausschaut, was da dahinter steckt. Und wir haben sehr schnell erkannt, dass es ein sehr wichtiger Korpus ist, und seit 7 Jahren arbeite ich zusammen mit meinen Studenten und mit meinen Kollegen an einem Zugang zu diesen Daten, denn was nützen uns die Daten, wenn sie irgendwo auf dem Rechner sind, wenn wir sie nicht finden? Und deswegen haben wir gedacht, wir schaffen hier, da wir da eine hohe Kompetenz haben in der Entwicklung von Suchmaschinen, wir entwickeln eine Suchmaschine, die dann einen Zugang zu diesen Daten ermöglicht. Und da verwendeten wir die neuesten Technologien aus der Linguistik, Technologien aus der Web-Development, aus der Informatik, um dann nicht nur, und das war uns auch wichtig, einen Zugang zu finden für Experten, sondern auch einen Zugang zu finden für Leute, die interessiert sind an der Thematik.
vielleicht, ich habe sie mal Touristen genannt, an den Philosophen, an den touristischen Philosophen, die einfach mir gefällt Wittgenstein, aha, was macht denn der? Und ich möchte einfach mal kurz mal gucken, was gibt es für Wörter, wo tauchen die auf? Gibt es zu diesem Wort irgendwie einen Treffer? Ja, und da haben wir diese Suchmaschine angepackt. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass man mit Public Domain Software hier nichts ausrichten kann, denn die Datenlage ist dermaßen komplex und auch anspruchsvoll, dass man hier sich wirklich neue Tools entwickeln muss. Und so haben wir dann diese Finder-App entwickelt und ich habe mir gedacht, am besten ist es, ich führe sie hier vor und dann sehen Sie mal, da kann ich mit zwei, drei Beispielen Ihnen zeigen, was Sie hier mit dieser Suchmaschine alles hier bekommen. Ich denke mir, jetzt gehen wir mal ein, die Welt ist alles, was der Fall ist. Gehen wir mal dieses Wort Fall ein. Und allein jetzt hier kann man schon fünf Tools im Hintergrund erklären. Einmal, Sie sehen, oben habe ich Fall eingegeben über unser Lexikon, das wir im Hintergrund, ist ein digitales Lexikon, das wir hier aufgebaut haben, findet man schon mal alle morphologischen Varianten von Fall. Also wenn jetzt zum Beispiel ausländische Interessierte damit arbeiten, können die nicht unbedingt das Wort Fall durchdeklinieren. Die wissen einfach nur Fall und dann sehen sie, aha, das gehört alles zu Fallen. Und wir sehen die Frequenz. Und jetzt haben wir hier gleich so eine Web-Technologie verwendet, so Cloud-Technologie, wo man sieht, welche Wörter wie oft vorkommen, dementsprechend sind sie groß oder klein, Einzelfälle, auffallendste. Also ein einfacher erster, ohne dass ich jetzt groß in den Texten suche, ein einfacher Überblick, welche Begriffe vorkommen und wie oft sie vorkommen. Wenn ich mich jetzt für einen Begriff interessiere, jetzt zum Beispiel Spezialfall, dann wähle ich den aus und rufe die Suchmaschine auf, die jetzt hier alle Dokumente auflistet, wo jetzt hier dieses Spezialfall vorkommt. Wir wollten hier dann auch mal etwas implementieren, was eigentlich dem Nicht-Philosophen oder Nicht-Wittgenstein-Forschern nicht bekannt ist, dass Ludwig Wittgenstein ja auch sich sehr viel mit Farben beschäftigt hat und verschiedene Kategorisierungen von Farben definiert hat, zum Beispiel Farbe, es gab Grundfarbe, Zwischenfarbe, Transparenz, Glanz, Farbigkeit. Er hat ein eigenes Farbsystem entwickelt. Und allein durch die Präsentation von einem Wissen, das eigentlich aus der Philosophie kommt, hier eine Online-Präsentation, ermöglicht es Leuten, die jetzt nicht aus dem Bereich von Wittgenstein kommen, hier schon mal zu sagen, okay, was sind denn zum Beispiel Zwischenfarben? Man kann hier anklicken, sieht hier Beispiele für Zwischenfarben. Auch hier ist eine Entwicklung der Technologie, das macht meinen Studenten Spaß, ah, jetzt gibt es wieder was Neues, probieren wir das aus und probieren wir das aus, sodass wir hier auch diese Modernität von diesem Medium nutzen, um dann wirklich dann auch Interesse zu fördern, dass sie sagen, aha, das wäre spannend für uns. Also das ist ein Bereich, der indiziert den Zugang zu den Daten. Der zweite Bereich ist, dass wir dann auch sofort eine Verbindung der Treffer zum Faksimile finden wollen. Das heißt, wir möchten dann den Leuten die Möglichkeit geben, die Treffer im Original darzustellen. Also wenn wir jetzt hier sagen, okay, ich suche jetzt nach Zwischenfarben, wenn Sie hier jetzt draufgehen auf das Faksimile, dann sehen Sie jetzt schon hier die Treffer zur Zwischenfarbe, die sind weiter unten. Dann sehen Sie hier ein Highlighting, wo die Treffer vorkommen. Sie können jetzt hier, wo ist meine Maus da? Sie können jetzt hier reinzoomen. Und das war dann auch hier, Sie können hier weiterblättern. Also Sie können hier durchblättern und dann haben Sie das Gefühl, Sie lesen im Nachlass von Ludwig Wittgenstein. Und so glauben wir, dass der Mehrwert dieses Tools auch hier zeigen soll, wie man wirklich für eine allgemeine und auch für Spezialisten hier einen Zugang zu diesen digitalen Daten schaffen kann. Okay, vielen Dank. Nach den Erfahrungen dieses Nachmittags glaube ich nicht, dass es sehr viele sozusagen kämpferische Diskrepanzen zwischen den Leuten gibt, die hier sitzen, aber an einer Stelle werde ich es doch versuchen. Wir werden eine Runde am Podium machen und dann offen sein für Diskussionen aus dem Auditorium. Ich spitze es einmal so zu.
hat man einen Pakt mit dem Teufel gemacht, wenn man sich auf dieses Ding einlässt. Alan Jenik hat berichtet am Nachmittag, dass es große Hoffnungen gegeben hat, dass die Ausgabe des Gesamtbriefwechsels in einer Firma, Intellex, die durchaus akzeptable Pläne und Visionen sogar gehabt hat, gut angelegt zu sein schien. Dann hat aber leider das Konsortium beschlossen, dass das nicht weiterentwickelt wird, und auf diese Art und Weise ist plötzlich... Ich will nur das qualifizieren. Das Problem war, dass die Vision so integer geblieben ist, solange es nicht möglich war für jeden, so alles Mögliche zu kopieren. Und deswegen verkauft Intellex nicht mehr an Einzelpersonen, nur an Bibliotheken, und der eigene Markt ist krumpt. Und unsere Erwartungen dann waren völlig anders, weil Einzelforscher haben keinen Zugang. Herr Pilch hat gejammert, dass er keinen Zugang hat vom Ministerium weg. Und das ist katastrophal. Okay, das ist der eine Punkt, der auch mit dem zusammenpasst, allerdings, was da alles angesprochen hat, das sollte auch kommerziell wirksam werden, was ihr macht. Ihr macht das mit Oxford University Press 2020. Das heißt, welche Modelle sind da möglich, die Anliegen, die es auf der einen Seite mit Open Source gibt und die absolut essentiell sind dafür, dass sowas wie Witfind passiert, weil die Frage des Copyrights auf jeder einzelnen Faksimile-Seite ist natürlich wesentlich dafür, dass man so eine Suchmaschine machen kann, weil da hat kein Mensch was davon, weil man dann für jede Seite zahlen muss, wo man einen Treffer findet oder sowas. Nicht? Das heißt, man hat das Problem der kommerziellen Geschichten vorher gehabt, man hat die Stufe des Open Source, das glücklicherweise jetzt erreicht worden ist, dann hat man eine Technik jetzt, die auf das Open Source eingestellt ist. Wie geht das jetzt im nächsten Zugang, wenn das auch ein Public and Private Enterprise sein soll? Ja, okay. In der Bergen Electronic Edition von 2000, da waren die Faksimiles mit drin. Und die Faksimiles, die in der Bergen Electronic Edition von 2000 drin sind, die gehören Oxford. Jetzt haben wir neue Faksimiles, die nicht Oxford gehören und die für immer frei zugänglich auf Wittgenstein Source sind. Und die neue Bergen Electronic Edition von 2020 Plus, die wird ganz einfach zu diesen Faksimiles verlinken. Also es wird hier in Bezug auf die Faksimiles auf jeden Fall keine Einschränkung von Oxford her geben. Dann in Bezug auf die Texte ist die Idee die, dass die neue Bergen Electronic Edition in die Oxford Scholarly Editions Online Plattform integriert wird, und das bringt natürlich viele Vorteile für alle die eh schon diese Online-Plattform subskribieren mit Shakespeare und anderen Autoren. Das ist einer der Vorteile. Ein anderer Vorteil davon, dass es neben der Open-Access-Schiene noch die kommerzielle Schiene geben wird, ist, jedenfalls so sehe ich das, dass die Open-Access-Schiene nicht genügend stabil, sustainable finanziert ist. Und ich bin die ganze Zeit in der Situation, dass ich zu wenig Geld habe, um Wittgenstein Source ordentlich zu machen, und ich bin abhängig vom Goodwill der University Library, dass die damit helfen. Ich möchte nicht, dass es irgendeinmal wegen zu wenig Ressourcen nicht mehr online ist oder nur sehr schlecht online ist und so weiter, und dann möchte man wenigstens annehmen, ist jedenfalls die kommerzielle Schiene, wird die schon dafür sorgen, dass wenigstens die Leute Zugang über die kommerzielle Schiene, Zugang zum Nachlass haben. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist, dass ich überhaupt nicht die große Gegenüberstellung zwischen Open Access und Commercial Publishing sehe, aber das wäre jetzt eine große Diskussion. Aber jedenfalls ist Oxford völlig damit einverstanden, dass wir diese interaktive Seite haben, wo sich die Leute
die normalisierten und diplomatischen Versionen runterholen können, wo sie zusätzlich andere Versionen darauf konstruieren können. Auch damit einverstanden, dass wir auf Wittgenstein Source die diplomatische Version publizieren. Und es gibt, glaube ich, wirklich das Potenzial, dass beide davon profitieren. Und diese Modelle, soweit es sie nicht gibt, muss man halt entwickeln. Und dann ein weiterer Mehrwert wäre, dass wir dank des Wittgenstein-Nachlasses so ein wertvolles Modell mithelfen können zu entwickeln. Danke sehr. Ich glaube, das reicht mal eine Stunde lang von hier vorne. Sie haben sicher sich schon das eine andere gefragt. Bitte halten Sie nicht zurück. Nur ganz kurz, weil du so oft vom Mehrwert gesprochen hast. Ich als User interessiere mich jetzt und möchte gerne mehr lesen, damit ich sozusagen die Evidenzbasis von Wittgenstein erweitere. Und was kriege ich für meine, sag mal, 1.000 Euro oder 1.500 Euro mehr, wenn ich jetzt mich an der Oxford-Plattform beteilige und nicht an der Open-Access-Plattform? Ich als User, wenn ich natürlich sage, naja, damit trage ich dazu bei, dass vielleicht, wenn das Ganze instabil wird, die Oxford das irgendwie weiter finanzieren werden und so weiter. Das ist ungefähr so, wie wenn ich eine Zeitschrift, die ich im Internet gratis kriege und die fragt mich trotzdem, ich soll im Jahr 100 Euro spenden. Was habe ich mehr davon, wenn ich jetzt da 1.000 Euro zahle? Wie die Oxford neue Bergen Electronic Edition aussehen wird, ist noch nicht geklärt. Aber es kann ja sein, dass du sie sowieso schon subskribierst, da bei der Oxford Scholarly Editions Online, dass du da schon Subskribent bist, weil du Shakespeare und andere lesen willst und da nicht unbedingt auf eine andere Webseite wechseln möchtest, um Wittgenstein-Nachlass zu lesen. Zweitens wird es natürlich innerhalb der Oxford Scholarly Editions Online-Plattform Verlinkungen geben. Da wirst du direkt von Wittgenstein zu Verfassern hineinspringen können, auf die sich Wittgenstein bezieht und umgekehrt, soweit sie Leute drin haben, die sich auf Wittgenstein beziehen. Drittens gibt es ja das ist eine Frage, die überhaupt danach fragt, was sind die Qualitäten von Online-Plattformen? Und da gibt es so viel Semantik-Tagging und so weiter, wo ich nach verschiedenen Filtern dann filtrieren kann, gib mir alle die Bemerkungen, die zwischen der und der Zeit geschrieben sind oder wo er sich auf das und das bezieht. Das kann man auf unserer Open-Access-Seite auch machen, aber ich weiß ja nicht, was Oxford da noch an viel mehr und viel Bessere machen kann. Und ich stelle mir vor, dass man sich da gegenseitig inspirieren kann und dass man da voneinander lernt. Aber ich kann dir im Moment nicht sagen, was der große Mehrwert sein wird, weil das ist ein Projekt, das ja erst 2020 wirklich konkret werden wird. Ich möchte vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Also ein Problem von dem Open Access ist, dass es natürlich sich weiterentwickelt. Und die Zitierfähigkeit, dass ich sage, ich zitiere jetzt etwas oder ich mache eine Statistik aufgrund der und der Untersuchung, die kann morgen vielleicht schon wieder eine andere sein. Jeder weiß, wenn ich in Wikipedia was zitiere, und von daher kann natürlich schon ein gewisser Mehrwert darin stehen, wenn es eine fixierte digitale Edition gibt von der Oxford Press, die ich dann genau zitieren kann, weil er Open Source sich eventuell hier durch viele User weiterentwickeln kann. Total wichtig, und das habe ich ganz vergessen zu sagen, wenn du die Oxford-Ausgabe vor dir hast, dann weißt du, dass alle anderen, die die Oxford-Ausgabe vor sich haben, genau dasselbe sehen, in derselben Farbe, im selben Font und so weiter und so weiter. Wenn jetzt verschiedene Leute mit verschiedenen Browsern zu unserer interaktiven Site gehen und dazu noch an verschiedenen Stellen klicken, dann kriegen sie alle was Verschiedenes. Und das ist ja auch die Idee, weil die Leute sollen ja genau das kriegen, was sie immer brauchen für die jeweilige Forschungsfrage. Deswegen, was der Max gesagt hat, diese Garantie der Stability of Text, of Citation, die wird mit der Oxford-Ausgabe gegeben und nur mit der Oxford-Ausgabe gegeben werden, während unsere Open-Access-Schiene, soweit es die Textausgaben betrifft, das wird mehr ein Laboratorium sein für die Leute, damit sie immer genau das kriegen, was sie gerade brauchen. Aber das ist ja nicht das, was der andere notwendigerweise auch braucht.
Ich möchte da noch also ein bisschen was unterstreichen und aus der Erfahrung, glaube ich, aller derjenigen, die hier versammelt sind, sagen, am Anfang stand eine Enttäuschung im Zusammenhang mit dem Digitalen. Nicht? Es war großartig, dass man das Ganze digital hat und relativ bald ist man draufgekommen, dass man eingesperrt ist in einen kommerziellen und in einen digitalen Zusammenhang, aus dem man nicht mehr raus konnte und der einen stark beeinträchtigt hat. Man konnte schon Sachen machen, die man früher nicht gemacht hat, aber die wirkliche kreative Art und Weise, damit umzugehen, die Forschungsfrage jeweils mit einzubinden und so, die war gehindert. Eines der wirklich vollkommen unbestreitbaren und schlecht zu übertreibenden Verdienste der Arbeit vom Alois in Bergen ist, dass es hingekriegt hat, zunächst einmal mit den 5000 Faksimilen zu zeigen, dass man mit frei zugänglichem Material ganz andere Fragen machen kann oder andere Lebendigkeit erzeugen kann in der Sache. Und um auf das noch eins draufzusetzen, ist das Argument, das er jetzt gerade gebracht hat, nämlich einen Sponsor gefunden zu haben, der neue Faksimiles anlegt, die der Bergen Nachlass Edition einen ganz starken Verhandlungspartner, eine ganz starke Verhandlungsposition machen mit allen allenfalls interessierten kommerziellen Sachen. Das ist genial. Ja? Das ist, also an der Stelle kann das nicht mehr untergehen quasi. Und das ist quasi die Überwindung der initialen Enttäuschung, die bei vielen noch immer wieder mitschwingt. Die nächste Frage ist die, ob es berechtigt ist, optimistisch in die Zukunft zu schauen oder ob man auf die Art und Weise dann doch wieder Bewegungen anstößt, von denen man dann nicht begeistert ist, weil diese Standardisierung der Oxford-Ausgabe, die du gesprochen hast, die kann ja auch nach Kriterien stattfinden, die nicht unbedingt im Interesse der Forschergemeinschaft sind. Nicht? Also ich denke jetzt nur, wenn man zum Beispiel auf iTunes University die Vorlesungen die Universität macht, einstellt, dann behält man zwar das Recht für die eingestellten Vorlesungen oder sowas ähnliches, aber per Vertrag verzichtet man auf jedes Recht, irgendetwas in der Präsentation dieser Vorlesungen auf der Webseite mitreden zu können. Das heißt, wenn die böse sind und dir übel wollen, das ist jetzt ein irreales Beispiel, dann können sie dich neben dem Teufel und dem Belzebub platzieren. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Die haben das Recht dazu, deinen Inhalt, der dein Inhalt bleibt, auf eine Art und Weise darzustellen, die du nicht mehr beeinflussen kannst. Das hoffen wir, dass nicht passieren wird, aber das ist eines der riskanten Momente, die man mit berücksichtigen sollte. Ist wahrscheinlich ein bisschen eine Frage der Charaktereigenschaft, worauf man sich dann einlässt. Ja. Herr Bichler, Sie haben von einer diplomatischen Version gesprochen. Ich kenne diesen Begriff nicht. Könnten Sie den kurz erklären? Danke. Ja. Wir haben schon in diesem Raum hier wenigstens 5 Leute, die jeweils eine andere diplomatische Version von Wittgensteins Texten erstellen. Unsere diplomatische Version ist keine ultradiplomatische. Das ist eine... Ja, das ist eine Version, die dem Anspruch nach jeden Buchstaben, den Wittgenstein geschrieben hat, mit drin hat. Wenn dieser Buchstabe gestrichen ist, dann kommt er als gestrichen raus, wenn er unterstrichen ist, zusätzlich noch als unterstrichen. Die diplomatische Version macht aber keine Aussage über die Textgestalt, würde ich sagen. Das ist einfach eine grafische Abbildung auf dem Buchstabenniveau mit allen Streichungen, Einfügungen, Überschreibungen und so weiter. Und davon unterscheiden wir die normalisierte Version, die dann gedacht ist für das Lesen und das Suchen. Also in der diplomatischen kann Wittgenstein Verifikation mit CK, mit 5T geschrieben haben, dann kommt das so raus. Während in der normalisierten kommt das so raus, wie man es heute gerne haben möchte, nämlich mit K und einem T. Und
das ist dann die Version, die ich sagen würde, die die Textgestalt wiedergibt. Und dann kann man verschiedene Zwischenstufen einschalten, aber alles wird aus einem XML heraus präpariert. Wir machen nur eine XML-Transkription, wir machen nicht eine XML für die diplomatische und eine für die normalisierte, sondern alles ist in einem XML drin, das dann durch Programme durchgeschickt wird. Das ist einfach ein Stylesheet, durch das das auf dem Netz gefiltert wird, und das passiert in Sekundenschnelle, Millisekunden. Und dann kommt entweder diplomatisch heraus oder normalisiert, je nachdem, was man anklickt. Also ich sage gleich, ich bin nicht sicher, ob das jetzt eine erlaubte Frage ist. Wir haben sehr viel gehört über die Frage, wie der ideale Zugang zum Nachlass aussehen könnte. Da gibt es verschiedene Meinungen. Mich hätte schon auch interessiert ein bisschen die Frage, warum eigentlich? Was ist unsere Motivation, warum wollen wir uns mit diesem Nachlass beschäftigen, nämlich heute? Und warum so genau zum Beispiel mit einer solchen Akribie? Also ein bisschen simpler gesagt, was ist die Relevanz dieses Nachlasses heute? Ich weiß jetzt nicht, ob der richtige Augenblick ist. Es ist natürlich eine ganz andere Dimension, aber es ist ein bisschen angeklungen, weil der Herr Nedo gesagt hat, es gibt möglicherweise Antworten, glaube ich, haben Sie gesagt, auf unsere drängenden Probleme heute, so wie zum Beispiel Ökologie, glaube ich, haben Sie so angedeutet in einer Nebenbemerkung. Also das wäre so ein Ansatz, warum wir uns überhaupt heute mit diesem Nachlass beschäftigen. Ich will jetzt nicht direkt darauf antworten, aber zu dem, was Herr Pichler hier gesagt hat, nämlich den kommerziellen Teil der Edition. Das ist eine Problematik. Früher war es tatsächlich so, dass Verlage in Produkte, in ihre Bücher investiert haben. Und dann war es vernünftig und auch angezeigt, dass sie da wieder etwas zurückerhalten. Arbeiten, wie wir sie machen, werden in der Regel von der öffentlichen Hand finanziert, nicht von den Verlagen. Die Verlage im Gegenteil verlangen da noch hinzu Druckbeihilfen. Und es ist mir völlig unbegreiflich, wie man Gelder der öffentlichen Hand benutzt, um Firmen, Industrien zu fördern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, und der wird immer etwas unter den Tisch gekehrt, auch bei den Gesprächen heute. Das, was immer deutlicher wird, was wir am allernotwendigsten heute brauchen, um zu wissen, wie wir überhaupt hierher gekommen sind in unsere ganze Problematik, die ökologische zum Beispiel, und wie wir uns von hier aus weiterentwickeln könnten, die Orientierung dafür ergibt sich nur aus dem Wissen aus unserer Vergangenheit. Das heißt, die Pflege unseres kulturellen Erbes und unseres schriftlichen, geistigen, kulturellen Erbes ist von allergrößter Wichtigkeit. Und ich kann nicht begreifen, wie man das privaten Unternehmen überlassen sollte und könnte. Und der zweite Punkt, den Sie hier angedeutet haben, in dem Kontrast kommerziell und Open Source, es ist tatsächlich so, dass in Open Source die notwendige Struktur, zum Beispiel zum vernünftigen Studium der Werke Wittgensteins, nicht gegeben ist. Ich habe keine präzisen Referenzpunkte mehr. Die ändern sich die ganze Zeit. Ein gedrucktes Buch hat die Referenzpunkte, und da das Drucken so teuer ist, werden die längste Zeit existieren. Ich bin aber auch der Meinung, dass man in der elektronischen Form fixe Referenzstrukturen aufbauen kann. Und das, was anzustreben wäre, wäre, was ich heute früher schon mal gesagt habe, erstens eine Struktur, in der digital erfasste Texte langfristig zur Verfügung stehen. Nicht nur für 20, 30 Jahre. Und zweitens eine Struktur, die interoperabel ist und die so ist, dass die einzelnen Textteile so klar und hinreichend benannt sind, das war auch das Thema, was wir bei dem von Fricht-Katalog heute hatten, dass man sich präzise darauf beziehen kann. Es spielt keine Rolle, ob die Benennungen irgendwelche inhaltlichen Bezüge haben, sie müssen nur stabil und präzise sein. Und das ist durchaus zu leisten, und das sollte auch die elektronische Edition leisten. Ich glaube nicht, dass wir das einem kommerziellen Unternehmen überlassen sollten. Es wird da nicht funktionieren.
Ich möchte noch einen zweiten Antwortversuch machen und etwas kurz berichten vom Nachmittag. Wir sind ja in einer Weise Schriftgelehrte, nicht? Die immer genauer und genauer gehen auf die Schriftsachen. Und ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, dass wir Schriftgelehrte sind, ist in der Präsentation von Herrn Pilch vorgekommen, der mich nämlich tatsächlich an Torah Scholarship erinnert hat, nämlich die genaue Untersuchung vorliegender Texte und Textfragmente führt uns dazu, hypothetisch anzunehmen, dass es noch andere Texte gibt, die vielleicht verloren sind, die vielleicht erst noch gefunden werden müssen, die in jedenfalls hypothetische Konstrukte sind, die wir in diese Nachlassforschung mit einbeziehen sollten. Und ich würde jetzt den Ball dort ein bisschen rüber in die linke Ecke spielen und sagen, was dient uns das, diese Art von Schriftgelehrtheit, wenn wir ein Jesuswort oder ein Wort vom Rabbi so und so erschließen indirekt aus einer zwei- oder dreier Spruchsammlung als Schriftgelehrte und als diejenigen, die über das Kulturgut wachen, kann man das plausibel machen aus Ihrer Sicht zum Beispiel? Vielleicht jetzt ein bisschen unerwartet angesprochen und Sie geben dem ja fast eine theologische Dimension, was wir hier zum Teil an Knochenarbeit leisten. Aber ich selber habe den Eindruck gewonnen, dass durch die Transkriptionsarbeit und dieses immer mehr Suchen kann ich auch noch diese Überschreibung auflösen, wo man dann freilich süchtig wird danach, weil die Arbeit wird dann faszinierend und treibt sich auch selber fort. Aber sie bringt auch philosophisch letztlich sehr viel und das ist vielleicht eine Besonderheit von Wittgenstein, weil wir hier so viele Materialien haben und so viele genetische Textstufen haben, die es uns erlauben, seinem Denken über diese vielen Stationen zu folgen. Und gerade das Beispiel, das ich persönlich mir vorgenommen habe, nämlich die Vorgeschichte des Traktatus, zeigt, dass wir anhand des wundersamen Zufalls, dass uns dieses Manuskript 104 erhalten geblieben ist, wo der Text fast vollständig erhalten ist, der auch gedruckt wurde später, aber in einer ganz anderen Reihenfolge. Nämlich nicht die Reihenfolge, die berühmte, die man kennt nach den Satznummern, Satz 1, Satz 1.1 und so weiter, sondern die Reihenfolge der Komposition ist dort erhalten. Und das Faszinierende dieser Handschrift ist, wir können Wittgenstein über die Schulter schauen, wie er den Traktatus geschrieben hat. Wir können ihm beim Denken zuschauen. Und das erschließt sich erst, und ich war im Grunde völlig überrascht, dass das möglich ist, wie ich mich vor 7 Jahren das erste Mal damit befasst habe, dass wir durch den Nachlass und durch die Handschriften einen Zugang zum Werk gewinnen, der tiefer geht als das Gedruckte, weil der gesamte Prozess des Denkens miterhalten wurde. Das würde ich als den Mehrwert der Arbeit in meinem Spezialfall zumindest sehen. Probably you have an example of some of the same experience since you have In regard to an update of the catalog, which was one of the themes that Martin spoke to us this afternoon, of course that this will be very important, but we need to bear in mind that when von Richt composed this catalog, he added materials in the different versions, namely in his 1982 edition of the catalog published in his book Wittgenstein, because these materials had been discovered in the meantime. And well, as a Wittgenstein scholar, I think that it will be very difficult for me,
for example, to change the numbers of the items, because I can clearly see what manuscript 142 means, or 140, so the manuscript version of the investigations, the pre-war version, or the grosses format. And I think that your suggestion, Martin, was actually very good, in the sense that you could add perhaps some letters, or I mean some signs indicating, for example, that an item would be classified as conjectural, for example, in regard to the First World War materials. We don't know exactly if a certain item existed or not. Of course, for example, in regard to the Norwegian pre-war manuscript, we know that this manuscript existed, but there are others whose existence is uncertain. But I think that your suggestion is in fact very good, because in this sense we would have different ways of referring to the material, and you could perhaps collectively be updating the catalog. This was actually an idea that Alois had already some time ago, and Alois did some work in cooperation with Jim Klage, Jonathan Smith, Alfred, and myself. So this can actually be done. Ich möchte etwas dem dazufügen, was der Martin gesagt hat, und damit noch einmal auf die Frage von Alfred zurückkommen. Also wenn man jetzt Wittgenstein glaubt, dass philosophische Probleme vor allem oder jedenfalls auch Probleme der Person des Philosophen sind, dann muss man ja zum Nachlass gehen, um eben da dieses Beispiel Wittgenstein da von dem lernen zu können, nicht? Wie hat er als Person sich mit diesen philosophischen Problemen herumgeschlagen? Da kann ich vielleicht als Philosoph auch etwas lernen. Und die zweite Sache ist, Wittgenstein hat ja große Probleme mit den Formen, mit den Standardformen der akademischen Philosophie jedenfalls gehabt. Er würde ja nicht sehr positiv sein über die meisten unserer akademischen Artikel, wie wir sie schreiben, in dieser linearen, argumentativen, systematischen Form. Und die Untersuchungen, wie er sie am Ende konzipiert hat und eben zusammengestellt hat, die opponieren genau gegen diese Form. Und wenn man das jetzt auch wieder ernst nimmt und meint, er wird schon etwas damit gemeint haben, und das wird schon nicht nur ein Zufall oder eine Schwäche von ihm gewesen sein, das muss man zuerst einmal ihm zubilligen. Und wenn man verstehen will, ja, was wäre dann der Mehrwert dieser spezifischen Form der philosophischen Untersuchungen, die er meint, die bessere ist als unsere heutige akademische, da muss man auch wieder zum Nachlass gehen, um zu verstehen, was sind denn im Gegensatz, wozu hat er diese Form entwickelt? Weil er hat ja selber auch andere Formen ausprobiert. Also das wären jetzt zwei Punkte, wo ich meine, wenn wir Wittgenstein wirklich, wie sagt man, richtig verwerten wollen, dann sind das zwei Ebenen, wo wir da zum Nachlass einfach gehen müssen, weil aus den publizierten Werken, wie wir sie von der Suhrkamp und der Blackwell und den anderen Ausgaben kennen, da ist das nicht verfolgbar. Na, in der Ausgabe ist es aber verfolgbar. Was ist der Mehrwert? Wem ist immer die Frage? Wem? Für die Mehrzahl der Menschheit, der Nachlass hat keine Bedeutung. Es hat Bedeutung nur im Rahmen der Forschung. Und Wittgenstein-Forscher sind eine ganz kleine Anzahl von denen, die sich mit Wittgenstein auseinandersetzen. Warum war der Nachlass philosophisch interessant? Weil Leute aus einer anderen philosophischen Lager, könnte das nennen, wenn ich wollte, immer der Meinung waren, Wittgenstein war ein Heuchler, Wittgenstein war ein Fraud,
Wittgenstein war persönlich alles anders als der große integre Mensch, den wir mittlerweile kennen. Seine Sexualität wurde diskutiert weit und breit in philosophischen Lockerrooms in einer ganz groben Art und Weise. Das andere ist, man hat immer gedacht, Leute, die sich mit Wittgenstein nicht auseinandersetzen wollten oder ihm ablehnen, sie haben geglaubt, Wittgenstein klaut das alles. Aber er sagt, er ist sehr clever und niemand weiß von wem. Ich habe einmal eigentlich in Kirchberg ganz am Beginn, ich war bei der ersten großen Kirchberger Symposium 77, jemand hat gesagt, ja, es gibt die Gerüchte in Cambridge, dass bestimmte Leute Wittgenstein mitten in der Nacht mit einem Haufen Bücher begegnet ist. So, dass es Secrets gab, dass es Geheimnisse gab. Aus dem Grund musste die internationale philosophische Gemeinde wissen, okay, was ist da? Was ist da? Und es gab einen ganz berühmten Leserbrief in Times Literary Supplement in 1968 von W.W. Bartley III, der sagt, ja, das gibt mit Hinweis tatsächlich. Nein, das ist in den 60er Jahren. Das waren die 60er Jahren. Ja, das waren die 60er Jahren, wo er gesagt hat, es gibt verdrängte Manuskripte in Cambridge, die beweisen, dass Wittgenstein Homosexueller war. Ich weiß nicht mehr wie das ist. Aber das ist auf jeden Fall, das hat man alles ganz ernst genommen. Und so begann zum Beispiel mein Interesse für diese Sachen. Eine Eigendynamik hat sich geändert. Übrigens von Ricks Artikel und das der Wittgenstein-Forschung ist in Innsbruck auch entstanden mit der Publikation von Ricks Artikel über die Entstehung des Traktatus. Ich habe das gelesen, ich lese biblische Kritik. Und ab heute, und das war mal, weil ich habe die Fahnen gelesen, das Buch wurde noch nicht auf der Welt damals, und jetzt sind die Karten neu gemischt. Das Wittgenstein-Spiel ist ein ganz neues, ist ein anderes. Wenn von Richt vor allem, von ganz oben, das bestimmt. Ja gut, der Nachlass hat viele, viele verschiedene Bedeutungen. Natürlich. Für die Philosophie, ich weiß nicht wie viel. Analytische Philosophen interessieren sich für die Quellen, für die Genese, für die Person wenig. Wenig. Und wie wir wissen, in Amerika, also in Duke oder Stanford, Wittgenstein wird nicht als Philosoph betrachtet. Man darf nicht darüber dissertieren als Philosoph, das muss man bei den Komparatisten machen. Und das ist die philosophische Kriege so setzen sich fort. Wir sind eine kleine Gemeinde, wir sind Leute, die sich für Kultur interessieren, die für den Zusammenhang zwischen Kultur und Philosophie, zwischen Geist und Gesellschaft, und dort erst entsteht die Bedeutung von etwas wie der Nachlass, und das ist einmal als letztes Wort, die sich entwickelt mit uns, die gegenseitige Bedeutung von Interessen und von Entdeckungen und von Sammeln und so weiter ist gigantisch. Und es hat eine Eigendynamik. Und wir haben vieles gehört heute über diese Eigendynamik. Nikolas? Nikolas Reitbauer, mein Name. Entschuldigung, dass ich diese romantische Abendstimmung jetzt unterbrechen muss.
Ich möchte noch mal kurz auf das eigentliche Thema Nachlass zurückkommen und quasi ein bisschen die Friede, Freude, Eierkuchenstimmung jetzt perturbieren. Die Beschäftigung mit dem Nachlass ist ja nicht Selbstzweck, ja? So wie es manchmal leider den Anschein erwägt, die Anstrengungen, die Alois Pichler in Bern gemacht hat, sondern ich will ja mit dem, was er uns hinterlassen hat, etwas tun. Und um das tun zu können, so wie der Kollege, der an dem Pro-Tro-Tractatus arbeitet, es schön gesagt hat, ich möchte ihm über die Schulter schauen während dem Denken. Und um das tun zu können, ich habe vor 10 Jahren, war ich in Bergen, habe mich gefreut, dass es eine Bergen Electronic Edition gibt, die man verwenden kann. Habe aber daneben immer die Wiener Ausgabe liegen haben müssen, um die Zusammenhänge verstehen zu können. Auf was ich hinaus will, ist, wir brauchen so eine, ich sage es jetzt mal, eine Peter-Keicher-Tapete, um überhaupt zu verstehen, wie die einzelnen Stücke miteinander zusammenhängen, weil nur irgendwelche Suchmaschinen zu bedienen und Stichworte zu finden, die irgendwo vorkommen, ohne die Denkbewegungen, die dazwischen stehen, sehen zu können, habe ich nichts davon, außer ich will in der Heute einen Artikel schreiben über Wittgenstein und sagen, wie oft ist Einstein vorgekommen und alle möglichen anderen Dinge. So, jetzt ist 10 Jahre später, ich bin auf dieser Veranstaltung, ich schaue in die philosophische Reflexion des Nachlasses, da ist nicht viel passiert. Aber woran liegt das? Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte. Nido. Ich mich äußern, was die Wiener Ausgabe angeht. Es liegt einfach daran, dass Österreich, das ist ein österreichisches Problem im Übrigen. Österreich hat die kleinste Anzahl Pflege seines eigenen kulturellen Erbes. Schubert in Deutschland ediert und so weiter. Das liegt daran, dass es in Österreich keine Finanzierungsstrukturen gibt für Langzeitprojekte, zu denen Editionen gehören. Ich hatte eine Zeit lang eine Finanzierung vom FEF, die der damalige Minister Buseck dem FEF aufs Auge gedrückt hat. Das war nie eine Form, die der FEF eigentlich leisten konnte. Der ist darauf konzentriert, Kurzzeitinitiationsprojekte zu fördern. Der Grund, warum es mit der Wiener Ausgabe jetzt schon so langer Zeit stockt, ist einfach der, dass es kein Geld gibt. Und ich kann zwar alleine weiterarbeiten und habe ja auch einiges geleistet in der Zeit, ohne irgendein Einkommen, aber ich kann das von einem Mitarbeiter nicht erwarten. Das ist das Problem. Und die Frage ist eben, die man sich hier stellen muss in Österreich, ist Wittgenstein ein bedeutender Denker und ein bedeutender Ausdruck der österreichischen Kultur oder nicht? Und wenn dem so ist, dann sollte man etwas dafür tun. Wenn nicht, dann sollte man es bleiben lassen. Das ist ganz richtig, ganz einfach. Also ich kann es von der digitalen Seite her auch sagen, dass dieses Rumgeklicke und welches Wort wie oft vorkommt, ist relativ trivial. Also so betrachtet. Aber diese, wie entwickelt sich was aus was? Das ist wirklich eine hochspezifische Fragestellung, die implementiert werden muss. Und da trifft bei uns ganz das Gleiche. Wir machen das mit Studenten im Rahmen von Masterveranstaltungen, von Bachelorarbeiten, von Masterarbeiten und haben bisher noch keine Finanzierung gefunden, um hier wirklich groß einzusteigen in die Entwicklung von digitalen Tools, die sich genau mit diesen Metadaten auseinandersetzen. Und von daher ist es natürlich für uns auch sehr, sehr schwer, an diese ganz spezifischen Metainformationen ranzukommen. Das ist wirklich Arbeit. Und das ist auch eine editionsspezifische Arbeit für Wittgenstein. Das heißt, das kann ich nicht aus der Schublade, kann ich da keine Standardlösungen ziehen. Und das ist wirklich ein Problem der Wichtigkeit, was ist uns das wert, was finanzieren wir, dass an den Universitäten oder im Open-Source-Bereich so etwas dann hier auch herausgearbeitet wird und auch präsentiert wird. Und dann kommt auch zum Beispiel das Thema, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, der Versionierung und Nicht-Zitierfähigkeit von Open-Source nochmal angehen. Prinzipiell muss man da ist es möglich, aber man muss dann auch arbeiten, man muss Strukturen entwickeln, wo ich sage, okay, es gibt Milestones, es gibt klar definierte Versionierungen, aber das sind auch Dinge, die müssen entwickelt werden im Bereich von Open Source, damit man dann auch Open Source Tools verwenden kann, zitierfähig verwenden kann und dass man dann vielleicht wirklich wegkommt von der Notwendigkeit, dass man abhängig ist von kommerziellen Anbietern, die dann so Milestones generieren.
Zwei Punkte. Also erstens, nichts, was wir in Bergen tun, schließt aus die achte Arbeit, die der Peter Keicher macht. Ganz im Gegenteil. Es ist genau das, wonach unser Herz ruft. Wir legen Raw Data und stellen die Text und Faximiles zur Verfügung. Andere greifen auf und machen Sachen dazu, wie der Max mit seinem Team die Findermaschine macht. Und das ist, was der Peter macht, was andere machen. Das ist alles sehr wertvoll und das ist sehr wichtig. Also das ist nicht etwas, was irgendwie in einem Gegensatz zu dem steht, was wir machen oder wo wir im Gegensatz dazu stehen. Natürlich braucht man das alles. Dann wäre ich mit dir uneinig im Assessment der Situation, also in deiner Auffassung, dass da die philosophische Reflexion des Nachlasses nicht stattgefunden hat. Also ich glaube, David Stern hat sehr viel gemacht, was ohne die Bergen Edition und ohne den Nachlass nicht möglich gewesen wäre. Peter Hecke hat den ganzen Kommentar revidiert. Nuno hat sehr viel gemacht. Andere haben sehr viel gemacht. Jetzt kann man natürlich meinen, das hat uns philosophisch nicht sehr viel weitergebracht. Und das wird dann wieder davon abhängig, zu welchem philosophischen Lager man gehört. Ob man meint, das hat uns weitergebracht oder nicht. Ich meine schon, dass die Zugänglichmachung des Nachlasses ein viel differenzierteres Bild auf die Philosophie Wittgensteins und auf das philosophische Potenzial von Wittgenstein ermöglicht und dass man schon begonnen hat, das zu verwerten. Ein Hindernis ist natürlich, dass der Nachlass zum Großteil auf Deutsch ist. Das ist als solches kein Hindernis, aber das ist natürlich ein Grund dafür, dass nur sehr wenig englischsprachige Philosophen, die Deutsch nicht können, den Nachlass aufgegriffen haben. Die halten sich weiterhin nicht einmal an die Suhrkamp-Ausgabe, sondern an die englischen Übersetzungen. Und da muss natürlich noch sehr viel passieren, aber es ist trotz allem, sind nicht mehr als 15, 16 Jahre vergangen, seit der Nachlass überhaupt zugänglich wurde in Originalsprache und das meiste davon ist auf Deutsch. Ich möchte zwei Punkte sagen. Einerseits im Anschluss an Alois und auch an diese Matters of Idea und Matters of Fact Unterscheidung. Wenn man sich fragt, was hätte der Kripke anders geschrieben in seinem Wittgenstein-Buch, wenn er den Nachlass studiert hätte, dann ist die Antwort einfach nichts. Schlicht und nur zur Hälfte. Einerseits nichts, weil was er da diskutiert, sind aufregende, spannende, korrekte Ideen aus dem Wittgenstein, die nicht sozusagen sensitiv sind auf die Nachlassuntersuchungen. Zweitens aber, und das ist die andere Sache, endet das Buch mit einer skeptischen Lösung im Sinne von analytischer Philosophie, weil so ein Buch gehört eine Lösung und der Wittgenstein kann ja nicht unklar gewesen sein darüber, wie das Problem zu lösen ist, das er selber aufgestellt hat, deswegen braucht man da eine orthodoxe oder sozusagen eine ausgedachte entsprechende Lösung, sodass jemand, der das Buch gelesen hat, am Ende weiß, der Wittgenstein nach Kripke hat das und das dazu gesagt. Nun, an dieser Stelle hätte Kripke sehr wohl vom Nachlass etwas haben können, zum Beispiel vom Buch vom Alois über die Dialogstruktur, darüber, dass Wittgenstein nicht so denkt, dass er eine skeptische Lösung an das Ende stellt, sondern zum Beispiel an Dialog, ein nicht leicht abzuschneidendes Auseinandersetzungsgeschehen zwischen den Leuten. Und wenn also Kripke den Nachlass gelesen hätte, dann wären wir zwar einerseits ärmer, um ein wirklich hervorragendes Buch, aber auf der anderen Seite können wir auch sagen, Kripke fehlt auch etwas. Ja? Und das ist sozusagen die Stärke, die wir da reklamieren könnten, würde ich sagen. Die zweite Sache, aber noch zur vorherigen Diskussion, was Max und was alles gesagt haben,
ein Problem für die Schriftgelehrten hier ist tatsächlich auch die Verzettelung der Anstrengungen über den Nachlass entsprechend. Also wenn man sowas gehabt hat wie Nietzsche, ich erinnere an Nietzsche, da war an einem bestimmten Punkt klar, die schlechte Ausgabe ist so ein Skandal, da muss jemand hinkommen und muss sagen, das gehört ganz neu aufgerissen, Colli Montinari haben sowas gemacht, das ist ein Langzeit-Editionsprojekt von einem der Größen der deutschen Philosophie. Das war vergleichsweise handhabbar und kompakt zu argumentieren. Beim Wittgenstein ist es schwieriger. Zwar gibt es da auch so Anlässe, wo man Kritik an den Kompilationen, die vorliegen, machen kann. Aber erstens einmal ist das nicht so skandalös, wie vieles, was dort geschehen ist. Und zweitens ist es an 5 verschiedenen Stellen passiert. Also in Bergen natürlich hauptsächlich, aber in Innsbruck und in Wien zum Teil. Und diese Leute sind zwar immer wieder mal zusammengesessen in Kirchberg oder sonst wo, aber die haben den Impact auch nicht. Und Nedos Kampf alleine hätte deutlich unterstützt werden können, wenn das eine breitere öffentliche Wahrnehmung gehabt hätte und zum Beispiel Kofinanzierung. Wir sind in München zusammengesessen, haben darüber überlegt, wie gibt es eine Finanzierung mit Deutschland, Österreich, Norwegen. Durch diese Diffusion der verschiedenen Anstrengungen und die Tatsache, dass wir keine Wissenschaftsmanager sind, die genau wissen, wie das vorgesehen ist, geht einiges verloren an Energie. Deswegen auch, um auf das nochmal zurückzukommen, der Versuch hier zu kompaktifizieren. So die Leute, die hier sitzen, plus eine ganze Reihe von anderen, durch durchaus digitale Mittel zu dokumentieren und dem einen größeren Impact zu verleihen. Noch weitere? Wenn nicht, dann würde ich sagen, machen wir eine Runde nochmal. Nedo fängt an. Ja. Muss ich in 2 Mikrofone reden? Das Problem, mit dem wir es heute zu tun haben, und da sollten wir uns darüber im Klaren sein, an der Pflege unseres schriftlichen Kulturerbes gibt es heute kein Interesse mehr. An der Universität Cambridge sind über 80% aller Forschungsförderungsmittel für die Life Sciences. Wittgensteins Philosophie ist eine Betrachtungsweise dieser Thematik, die von der Life Science mit Sicherheit nicht geschätzt wird. Man empfindet ihn als Störenfried, gelinde gesagt. Und von daher gesehen habe ich sehr, sehr wenig Hoffnung, dass irgendjemand sich dafür entschließen könnte. Ein kleines Beispiel, das ist ein hübsches. Vor vielen Jahren wurde ich mal zu einem Sektionschef geschickt in Wien, weiß nicht mehr in welchem Ministerium. Und der Sektionschef empfing mich dann, sagte: Wittgenstein, wer kennt den Wittgenstein? Wenn Sie was über den Niki Lauda schreiben würden, ja, da hätte ich schon Geld. Das heißt, die Kriterien sind ganz andere, nämlich bei dem Sektionschef wird er wieder gewählt. Das ist ein politisches Kriterium. Das Problem mit Wittgensteins Nachlass ist das, und das zeigt sich auch in der sogenannten Wirkung Wittgensteins, in der Sekundärliteratur, die in der Regel in meinen Augen unbrauchbar ist. Wenn ich Wittgenstein über Sekundärliteratur kennengelernt hätte, hätte ich diesen Wittgenstein mit Sicherheit nicht gelesen. Auf der anderen Seite können wir beobachten, wie Wittgensteins Werk in der Literatur, ob das die Bachmann war oder der Handke oder der Thomas Bernhard, viele könnte man aufzählen, oder in den Künsten überhaupt, da sehe ich eine ganz kreative Wirkung. Nur die Leute, die heute über Geld entscheiden, das sind keine Künstler. Und von daher gesehen habe ich relativ wenig Hoffnung, dass da sich irgendetwas nennenswert ändern wird. Glaube ich nicht. Machen wir. Yeah, the point that was raised by Herbert in relation to Kripke's interpretation of Wittgenstein is very important, because not only, of course, can the issue of rule following be illuminated, but many other aspects
in Wittgenstein's philosophy can receive a completely new light when you use the Nachlass. I remember a leading philosopher in Wittgenstein's scholarship saying to me once that Wittgenstein never wrote anything substantial in regard to religion. Well, this is completely wrong, and of course this can be an idea that the traditional editions give us, but when you go to the Nachlass, we find extensive comments of Wittgenstein on religious matters. So this is one of the aspects that can be illuminated, but there are many others. So of course that we need to decide whether we want to have the traditional views, or if you really want to go deeper into Wittgenstein's folk. And in this case, we need to go to the Nachlass. It is very difficult. My students, for example, experience huge difficulties in entering into the Nachlass, but I think it is absolutely necessary in order to have an understanding of what this philosopher wrote. Also ich sehe bei der Computerlinguistik zum Beispiel ein großes Interesse an dieser Art von Editionen und auch noch sehr viel Zukunft. Es gibt ja den Bereich der Digital Humanities, wo es darum geht, wie man die geisteswissenschaftlich ins Digitale überführt. Doch hier sehe ich noch sehr, sehr viel Arbeit, und wir stehen erst am Anfang von der Entwicklung von den Tools. Es müssen ganz, ganz viele Fragen noch bearbeitet werden. Und eins ist allerdings auch beobachtbar, dass diese kleinen Editionen keine Chance haben bei der Beantragung von Projekten, weil auf der anderen Seite sind Big Data, sind diese Fragen, sind dermaßen evident und dermaßen wichtig, dass hier auch die Gelder vergeben werden. Und in dem Bereich, wo es wirklich um kleine, wichtige, spezifische Fragestellungen geht, da geht es uns ähnlich wie den Bibliotheken. Da ist es ist attraktiver, hier im großen Neural Networking, Deep Learning hier zu forschen und auch Ergebnisse zu produzieren. Die sind jetzt von den Universitäten her viel, viel besser verwertbar, als wie wenn man dann hier sich auf so einen kleinen Bereich einschießt. Allerdings, wir finden das sehr, sehr wertvoll, und es gibt auch sicher andere, vor allem unter dem Aspekt des Open Source, da stecke ich, da glaube ich, gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, zur Verzettelung und Fragmentierung. Also ich bin sehr dafür, dass ihr oder jemand dieses Wegweiser oder diese Wegweiser-Seite, sogar mit einem Portal wäre ich sehr zufrieden, also kein Problem. Ich möchte jetzt vielleicht die Situation der Verzettelung auch mal in einem positiven Licht sehen. Also ich bin eigentlich auf der einen Seite sehr zufrieden damit, dass wir nicht alles machen können und auch nicht alles machen brauchen. Die Suchmaschine macht der Max. Für das Semantic Faceted Browsing bin ich auf Leute aus Italien angewiesen. Für noch andere Sachen bin ich auf ganz andere angewiesen. Und das ist ja gut, dass das nicht alles konzentriert ist, weil wenn alles konzentriert ist, wenn die Stelle verschwindet, dann verschwindet alles. So werden Kompetenzen an verschiedenen Orten aufgebaut. So ist die Absicherung natürlich auch viel größer. Und heutzutage mit dem Internet können wir wirklich Linked Open Data machen. Also es geht darum, dass alle Data Providers womöglich ihre Datas womöglich open ins Netz stellen, und dann werden so Teams wie das von Max darauf zugreifen können und dass wir die Community weitermachen können. Und das ist genau, man kann das fragmentiert nennen, man kann das verzettelt nennen, aber das ist ja auch sehr wertvoll, weil da ganz verschiedene Perspektiven zusammenkommen und nicht durch eine Koordinierung oder durch eine zu starke Koordinierung gleichgeschaltet werden. Das Stichwort ist, äh,
Stichwort ist Zusammenkommen und das Zusammenkommen realisieren wir jetzt hier. Insofern ist es nicht verzettelt, aber es braucht einen Effort. Es braucht das zusammen mit Inhalt zu füllen. Heißt nicht, dass man jetzt plötzlich in ein spezielles Haus zieht oder sowas ähnliches und das Ganze gleichschaltet, sondern ich stimme dir ganz zu, es geht darum, die historisch und methodisch gewachsene Mehrfältigkeit zu bewahren, aber mit einem zusätzlichen Kriterium und Antrieb, hier etwas gemeinsam in unterschiedlicher Weise zu machen. Ja. Was Naklas Forschung historischer Art, historisch-biografischer Art anbietet, ist... Oh boy. Ja, das muss... Sorry. Okay. Okay, jetzt sind wir... Wir sind gar nicht diverse. Okay. Ich kann aus eigener Erfahrung ein bisschen reden. Was will meine Universität von mir? Viel. Universität Innsbruck will, dass Geisteswissenschaftler in Teams wie Naturwissenschaftler forschen. Nachlassforschung bietet genau das an. Und zwar international vernetzt. Und ich habe alles bekommen, was ich wollte in Innsbruck, weil ich habe genau das getan, was mein lieben Freund Tilman Merck, unser Rektor, auch gemacht hat. Ich habe auch ein Forschungsprojekt in seinem Institut gehabt. Ich habe erklärt, wie die Leute mit Maschinen umgehen in seinem Institut. Und habe deswegen den Zugang zu den Physikern und Chemikern, physikalische Chemie gehabt. Ich meine, das ist, was unser Rektor immer wieder sagt: Warum arbeiten die Geisteswissenschaftler nicht zusammen? Und eine blöde Antwort, aber die Antwort haut einigermaßen hin, weil sie Bücher schreiben, weil sie Artikel schreiben. Sie streben nicht Großprojekte, so vernetzte Großprojekte an. Und deswegen meine große Enttäuschung mit dem, was wir in Innsbruck stiften wollte, weil das war ganz klar, hier ist ein Modell für die Zukunft. Und natürlich im kulturhistorischen Bereich ist das ist viel leichter, weil man hat, es geht um mehr als die Philologie. Es geht um einen sozialen Zusammenhang. Und das ist in jedem Nachlass auch. Wittgenstein ist so interessant, weil vordergründlich ist so wenig da. Aber wenn man gräbt, und das ist, was die Forschung tun sollte, so rentiert es sich. Das ist das Wort, mit dem wir schließen. Wir danken Ihnen für die Geduld, für die Aufmerksamkeit und vor allem den Mit...